Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Crash Bandicoot in der Ensign-Trilogie. Wir sind zurück im dritten Teil und haben letztes Mal 3 Level oder so gemacht und sind auf jeden Fall jetzt beim 8. Level. Stimmt, habe ich schon mit, dass die alle nummeriert sind diesmal. Das war in den vorigen Teilen auch nicht so. Und wir spielen Hogride. Das ist ein ziemlich cooles Level, denn diesmal müssen wir Crash Team Racing quasi fahren. Und das ist ziemlich cool. Ich habe einen Schnellstart geschafft. Perfekt. Wir müssen einfach ein Rennen fahren. Und wenn wir im Rennen gewinnen und Erste werden, kriegen wir den Kristall. Wenn wir jedoch dabei noch alle Kisten sammeln, kriegen wir Edelstern. Wir müssen noch nicht beides gleichzeitig machen. Und das hätte eigentlich gar nicht passieren dürfen. Oh Mann. Das kann ich jetzt nicht schaffen. Also wir können auch eine quasi 2 Runden fahren, die wir einfach eine ruhige Runde sozusagen fahren. Und alle Kisten sammeln. Und eine Runde fahren, indem wir den ersten Platz versuchen zu kriegen. Das kann man hier sehr wohl machen. Allerdings versuche ich mal beides. Wenn ich es halt nicht schaffe, dann werde ich halt die Kisten gelten lassen. Aber ich könnte es theoretisch schaffen. In der Theorie. Das war gerade so eine Abkürzung. Hinter dem Polizeiauto sneaky sneaky. So. Aber ich kann es schaffen, das wird sehr riskant. Oh, ich schaff's. Okay. Perfekt. Wir haben beides bekommen. Das ist... Ja, das wird in Zukunft Level wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, weil die teilweise ein bisschen schwerer werden und da werde ich es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber in dem Level geht es noch so. So gerade so. Das Ding ist Gott. Uff. Und da haben wir alles. Oh, Junge. Okay, wir sind jetzt im 9. Level vom Time. Oh, das Level ist ziemlich cool. Also sehr cool. Oh, Dingo Teil. Und ich habe von Uka Uka und Cortex den Befehl, ihnen die Kristalle in den Eiszeiten zu bringen. Also her damit und verschwindet, oder ich mach euch fertig. Dingo Teil ist der coolste Crash-Charakter, den es gibt. Aber dazu komme ich später. Erstmal kommt dieses Level hin. Dieses Level ist ziemlich cool. Ich hatte nämlich, bevor ich das Spiel hatte, das Original, ne, Originalspiel hatte ich eine Demo gehabt. Das war so eine CD mit ganz, ganz vielen anderen Spielen drauf. Und nicht alle waren spielbar. Also Crash war eins der Spiele, was nicht spielbar war. Sondern man konnte sich nur eine Vorschau anschauen von sehr vielen Gameplay-Szenen, die halt von einigen Level da waren. Und ja, ich habe es mir oft angeschaut und ich habe das Spiel ziemlich gefeiert. Bis ich es dann irgendwann selber hatte. Was ziemlich gut. War auch eine Spyro-Demo, darauf fällt mir was auf. Aber die war sogar spielbar zum Teil. Was ziemlich gut war. Per Bonus machen wir nicht. Denn in dem Level brauchen wir einen Edelstein, um das zu schaffen. Und weil wir nicht haben, können wir das Level nicht schaffen. Deswegen hat es auch eigentlich keinen Sinn macht, alle Kisten zu nehmen. Yay. Aber hier muss man extrem aufpassen. Als ich das früher gespielt habe, das Original. Da hatte ich immer Angst vor den Stellen. Weil, also das war wirklich Crash, da direkt so tot im Haus. Deswegen dachte ich mir, das ist nicht gut. Aber deswegen mochte ich die Stellen nicht. Aber ja. So, da ist eine gefährliche Stelle gewesen, denn die Tür kann random zugehen. Ich hab's trotzdem geschafft. Ich nehme doch trotzdem das Leben mit. Weil, bei Leben kann man eigentlich nicht nein sagen. Eigentlich könnte ich die Kisten wegen den Wumperfrüchten sammeln. Eigentlich. Die Frage ist, ob ich das soll. Das war sehr riskant. So. Weil die Schlange so groß ist, so die Kisten ist. Was ziemlich gut ist. Komm schon. Okay. Wow. Wir haben den Sprung geschafft, den danach nicht mehr. Das war auf jeden Fall eine ziemlich gute Leistung, würde ich mal sagen. Yay. Yeah. Och nein. Kennt ihr das, wenn man Fehler macht und danach nochmal 500 Fehler macht? Das ist eklig. Das ist ziemlich eklig. Okay, schaffen wir es jetzt? Ich meine, wir müssen diesen schnellen Move hier nicht machen, aber das ist halt cooler. Und wir haben natürlich nicht alle Kisten. Das ist voll schade.
Aber können wir halt nichts anders machen? Ich glaube, hier gibt es sogar Dinge, zwei Edelsteine. Und die brauchen halt, die Edelsteine, um beide zu kriegen. Yay. So, dann das zehnte Level. Oh, das ist das Level. Das ist ziemlich cool. Das ist auch so ein Reitlevel mit Coco, aber das ist schwerer. Und hier im Remaster ist auch der Name revealed. Der ist Pura, heißt die. Diese Katze. Ich weiß nicht, ich glaube, davor könnte man das nur im Crash Team Racing sehen. Müsste zumindest so sein. So, dieses Level ist schwerer. Und zwar, es kann teilweise sehr viel schwerer werden. Und hier gibt es so Bait-Stellen. Das sind nämlich so Stellen, da denkst du, du musst es so machen, aber eigentlich musst du es anders machen. Und das sind ein bisschen nervige Stellen, die hier wieder passieren. Und hier gibt es auch Stellen, wo man auch sprinten muss. Da man die ansonsten nicht schafft. Oder schafft, aber halt sehr riskant. Das ist eine sehr, sehr nervige Stelle. Denn da, wo die Fliegen ins Vergessen sind, da kann es passieren, dass man sie nicht erwischt. Wenn man sie nicht erwischt und dann stirbt, dann kann es passieren, dass man im Checkpoint landet. Und das ist gar nicht mal so geil. Aber es ist gar nicht passiert. Das Level hilft gerade ziemlich gut. Perfekt. So, da ist Checkpoint. So. Oh, das Level gefällt sehr, sehr gut. Hier ausweichen. Oder auch nicht ausweichen. Ja, nice. Das ist sehr cool. Wow, ich habe die Kiste nicht eingesammelt. Und ich mag es auch, dass die es hier halt anders haben. Es ist quasi, es ist dasselbe Level, aber weil es ist jetzt dunkel und hat sehr viele andere Gegner zum Teil. Noch andere Verhaltensweisen von denselben Gegnern. Das ist jetzt typisch komplett neu. Und dieser Drache, der hat jetzt auch so ein anderes Muster, wie er runtergeht. Was ziemlich cool ist, wie ich finde. Ich kann weiter sprinten, hier ist das Ende. Perfekt, wir haben es geschafft. Oh Junge. Oh. Und yeah, wir haben den Boss. Wir haben schon das zweite Ding geschafft. Oh, wir sind sehr, sehr schnell im Spiel. Wenn es weitergeht, haben wir es bald durch. Dingo Dial, das ist der krasseste Charakter aus der ganzen Crash-Reihe. Okay, jetzt reicht's aber. Das sind meine Kristalle. Das ist nämlich, es ist so ein Dingo Dial heißt der. Der ist eine, ja, eine Dinger. Der ist ein Hybrid aus einem Dingo und einem Krokodil. Deswegen Dingo, die. Ja. Dingo ist eine Art Hund, soweit ich weiß. Und Krokodil erklärt sich eigentlich von selbst. Und deswegen dachte ich immer, wegen seinem Aussehen, dass der aussieht wie so ein Dinosaurier. Und ich mag Dinosaurier, Dinosaurier sind cool. Und ich mag das, dass er so badass mit seinen Flammenwerfer. Wow. War diese Sweep Attack immer schon da? Ich kann mich an die gar nicht erinnern. Okay, das war jetzt mein Fehler. Ich hab zu wenig drauf geachtet. Aber ich finde es voll cool. Das mit Flammenwerfer, das ist irgendwie. Das ist so cool. Da kannst du auf jeden Fall damit verbrennen. Und essen der Eiszeit. Was auch eine ziemlich coole Sache ist. Nein, ich glaube, die Super Tech ist neu. Ich glaube, die haben die nachgepatcht. Als ich das gespielt habe, war es, glaube ich, im Remaster auch nicht da. Weil ich weiß, dass das Spiel immer noch Updates und wieder kriegt. Die Sachen neu nachpatchen. Die zuvor nicht da waren. Okay. Vielleicht war der Boss zu einfach. Das könnte ich nämlich sehr wohl glauben. Weil ich meine, dass ich nicht ausweichen muss, als er explodiert ist. Was ich weiß, ist, dass die Attacke jetzt ein bisschen gefährlich wird.
Wobei die halt auch, war gerade überhaupt nicht gefährlich. Als sie zwei geschossen hat, habe ich die viel gefährlicher in Erinnerung. Die haben durch den Boss ein bisschen verändert, was ich gar nicht mal so geil finde. Aus einer rein nostalgischen Sicht finde ich das nicht so geil. Und dann haben wir eine neue Fähigkeit, Doppelsprung. Das ist aber auch was komplett Neues der gesamten Crash-Reihe. Ich werde jetzt den Doppelsprung machen. Wobei der, soweit ich weiß, der funktioniert nicht ganz so gut. Aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Da war irgendwas, das er, glaube ich, wenn man so lange in der Luft ist, dass er irgendwann nicht mehr funktioniert, was dann extrem nervig sein kann. Aber egal. Wir haben Dingo Bell besiegt. Und sind jetzt im dritten, in der dritten Welt. Ja gut, hab ich gesagt. Und das ist Dynamite 2. Bis das andere hieß Boneyard. Na, für zwei flauschige Beuteldachse habt ihr es aber weit gebracht. Ich bin Dr. Nefarious Troppy, Herr über die Zeit und Schöpfer der Zeitstrudelmaschine, die ihr vor euch seht. Uka Uka und Dr. Cortex haben mich geschickt, um diese Farce zu beenden. Ihr werdet mein Gebiet nicht mit den Kristallen verlassen. Das schwöre ich. Entropy. Hier kommen wir, glaube ich, auch nicht ganz an alle Kisten, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, das Level ist auch ziemlich cool. Das Level sieht auch ein bisschen anders aus wie das andere Level. Und was es hier gibt als neuen Gegner, sobald wir die Kiste hier gesammelt haben. Hallo? Jetzt. Das ist nämlich die hier. Das hier. Im Original war es immer schwer zu erkennen, was es ist. Aber was es darstellen soll, ist nämlich Crashs Vorfahren. Aus der Dino-Zeit. Das sind quasi Beuteldachse aus der. Ja. Aus der Dino-Ära. Die sind mehr so Fische. Deswegen haben die auch diese Wirbelattacke. Und im Original war das immer schwer zu erkennen, was es darstellen soll. Also habe ich mir. Der sagt immer, das ist einfach irgendwie Crash-Klone oder so. Oder Leute, die Crash nachmachen wollen. Aber nein. So. Weil es hier wieder Steam-Level ist, heißt es, es gibt diese Verfolgungs-Parts hier. Und das ist, was unglaublich cool ist, was es auch nur in diesem Level gibt. Kann ich die Dinge zerstören und kriegen einen Baby-T-Rex. Und den können wir reiten. Und das war ein sehr großer Fehler. Man darf nämlich nicht diese Dinger-Attacke machen, die ich gerade machen wollte. Denn der springt an sich sehr weit. Ich glaube, der kann sogar über Lava laufen, aber ich würde es nicht ausprobieren. Und bei dem ist so, wenn wir den töten, dann ist er weg. Der ist jetzt eigentlich mehr wie so ein Excel-Leben. Und der kann alles auf einmal zerstören. Was ziemlich praktisch ist. Ich glaube, ich weiß nicht, gab es noch irgendwas, wo wir ohne ihn nicht weiterkommen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, hier kann uns nicht mehr weit mitgehen lassen. Hier müssen wir alleine weiter. Aber egal. Ich mag Slill. Ich mag Dinos. Die sind cool. Deswegen hoffe ich, dass schon bald ein neuer Jurassic World Teil kommt. Weil ich will davon mehr. Ich hoffe mir, dass es kein Fehler war, den Bonus zu nutzen. Und das ist wieder so ein Folgungsbart danach. Oh, mir fällt gerade auf. Ich glaube, das Level hier ist eins mit dem Secret. Ja, es müsste eins sein. Es gibt was nämlich gibt in dem in Crash 3 gibt es teilweise Level, die man. Also es gibt wieder ein Secret Warpoint, wie im zweiten Teil, mit Secret Level. Aber es gibt auch Level, die man nur durch bestimmte Passagen kriegen kann. Also da gibt es dann kein Secret, die kann man nicht durch Secret Warpoint, sondern das sind so einzelne Abteilungen von Leveln, die man nur auf so eine Weise kriegen kann. Also, um wieder zu spielen, muss man wieder dieselbe Sache im Level machen. Ich glaube, hier ist einer der. Ist einer der Wege zu einem Level. Allerdings brauchen wir dafür den gelben Edelstein. Denn sonst kriegen wir es nicht. Hey, Triceratops. Whoops. Das müsste jetzt auch ein bisschen schwerer sein.
So. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Hier gibt doch raus, hier ist auch was Neues, hier gehen wir auf. Erstmal die Kiste, bevor er uns kriegt. Hat euch Leben verloren. Hier gibt es ja diese Stellen mit den Dinger. Wo wir uns schneller fortbewegen können. Das sind wie diese Speed-Plattformen aus Crash 2. Die sind auch neu. Und hey, zwei gemacht. Nein, eins haben wir gemacht. Eins. Ich sage, zwei gemacht, habe ich nur eins gemacht. Was eigentlich das nächste Level ist? Das nächste Level ist Deep Trouble. Und hier kriegen wir, glaube ich, auch den ersten Edelstein. Den roten. Was ziemlich gut ist, wie ich finde. Wir machen das so wie im ersten Teil mit den farbigen Edelsteinen, würde ich mal sagen, dass wir alle sammeln und dann zum sie wieder nachholen Level. Oder wir mit Coco nachholen. Bei Abwechslung. Muss sein. Im zweiten Teil ist es ein bisschen gestorben, weil im zweiten Teil gab dieses Nachholen so die gar nicht, ne? Weil im zweiten Teil haben wir Edelsteine quasi bekommen und alle Edelstein-Plattformen mussten wir halt nichts wiederholen. Ja. Auf jeden Fall, wie das Ganze weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Crash Bandicoot in der Ancient Trilogy. Bis dahin, Alola!